Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar dachte ich, dass ich nochmal so ein Reisevideo drehe. Ich habe vor ein paar Tagen eins hochgeladen und ich habe mega viel Rückmeldung bekommen. Oh, das war hammer cool, machst du was mal öfters? Und ich habe mich richtig doll gefreut und dachte so, okay, dann mache ich jetzt nochmal eins. Und zwar ist das jetzt das erste Video nach meiner Operation und ich hoffe, dass man das nicht erkennt, dass mein Auge noch so ein bisschen matschig ist. Aber viele hatten auch nachgefragt, wie es mir geht und deswegen sage ich einmal ganz kurz, dass es mir um einiges besser geht, dass ich wahrscheinlich nicht mal eine Brille brauche vielleicht. Also das Auge steht seit der OP ein bisschen weiter nach vorne und mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, aber generell ist es eigentlich richtig cool verlaufen. Mein Auge ist ja in Ordnung, ein paar Doppelbilder habe ich noch, aber es ist eigentlich echt richtig gut und jetzt einfach abwarten, wie sich das entwickelt, aber eigentlich habe ich ein ganz, ganz gutes Gefühl und warte jetzt einfach mal ab und ich habe eh nicht viel zu tun, deswegen dachte ich, drehe ich jetzt einfach mal ein neues Video. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und dachte, vielleicht erzähle ich mal über den Segelurlaub, den ich mit meinem Papa damals gemacht habe. Das ist jetzt, ich glaube, 1,5 Jahre her, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da bin ich mit meinem Papa einen Monat lang nach Schweden rüber gesegelt. Da haben wir uns so beide gedacht, kann man ja mal lossegeln. Und dann recht spontan los. Also wir haben uns gar nicht richtig einen Plan gemacht. Wir wussten, wir wollen nach Schweden rüber. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und dann sind wir... Ich weiß gar nicht, wir sind auf jeden Fall recht früh morgens los und wollten eigentlich dann einfach den nächsten Hafen antuckern, einfach erstmal so ein bisschen reinkommen, ja, wie segelt man denn nochmal und so. Naja, und dann war das aber irgendwie voll cool, das war auch schönes Wetter, wir sind ganz gut vorangekommen, es hat super Spaß gemacht. Und dann sind wir abends so Richtung Anholt, das ist so eine Insel zwischen Dänemark und Schweden, da sind wir dann hingesegelt. So uns dachten, wollen wir da noch rüber, ach komm schon und so. Und dann war das halt so unsere erste Nacht, die wir erlebt haben. Aber es war so ein bisschen so unser Schock des Lebens, weil wir irgendwie in Sturm geraten sind. Also ich weiß nicht, ob wir einfach irgendwie, ich glaube wir hatten einfach Pech irgendwie, weil das ist richtig merkwürdig. Man hat so in den Wetterbericht geguckt und da war das gar nicht richtig angezeigt. Und naja, dann dachten wir uns, es ist ja gutes Wetter, fahren wir rüber. Und das erste Gruselige war schon mal, wir haben halt nicht so doll die Erfahrung mit Segeln. Und dann sind wir fast gegen Tanker und so gefahren, weil wir halt nicht so... Also es gibt ja so Lichter bei Tanker, irgendwie ist es bestimmt jetzt falsch, aber irgendwie grün vorne, rot hinten und irgendwie zwei gelbe in der Mitte oder so. Und wir hatten halt keinen Plan, was für was steht. Dann waren wir da und dachten uns nur so, oh mein Gott. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, keinen Frachter zu rammen. und sind auch heil auf Anholt angekommen. Allerdings war es so, dass wir vorher so einen Sturm mitgenommen haben, wie ich eben schon sagte, so, das war richtig gruselig. Also dann hat es angefangen zu regnen und zu stürmen und die Wellen waren so mega hoch. Unser Radar hat irgendwie voll versagt und die Segel sind gerissen. Wir dachten, glaube ich, beide, das war es jetzt. Aber ist doch egal, wir haben es ja geschafft. Dann haben wir geankert neben Anholt, weil wir wegen dem Sturm nicht reinfahren konnten in den Hafen. Da haben wir dann abgewartet, bis das Wetter besser wurde. Papa hat sich erstmal aufs Ohr gelegt. Ich glaube, er war einfach richtig fertig. Und ich habe da das erste Mal in meinem Leben angefangen zu zeichnen. Eigentlich eher aus Langeweile, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann habe ich so ein Papier gesehen und ein Stift und dann dachte ich, just for fun. Habe angefangen zu zeichnen und da kam das bei mir in dieser Zeit, dass ich so mega diese Kreativität entwickelt habe, dass ich irgendwie mega Spaß daran habe zu malen und ja, geiler Satz. Naja, das war auf jeden Fall der Plan dahinter. Der Plan dahinter, manchmal rede ich noch so ein Schlüsselzeug, ne? Ich habe das Gefühl, die sagten nach der OP, dass ich 40 IQ weniger habe, das soll aber wiederkommen, aber ich denke mir manchmal schon so, irgendwie ist da was dran. So, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren, wo war ich denn? Genau, und dann sind wir von Anholt, ich glaube, das war dann 2 Tage später, von Anholt nach Schweden rübergetuckert und das war so schön. Papa hat mich dann irgendwie morgens um 4 Uhr geweckt und dann ging die Sonne schon so langsam auf und dann sind wir rüber gesegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, ich glaube irgendwie 8, 9 Stunden oder so und dann hat man diesen Sonnenuntergang gesehen und habe ich dann auch das erste Bild von diesem Sonnenuntergang gemacht und ich bin so verliebt darin, weil ich damit, also auch mit diesem Bild einfach unglaublich viel verbinde. Also das war so dieser Moment in meinem Leben, wo ich so gesehen habe, okay,
Ey, Reisen, das gibt dir einfach so mega diese Freiheit und dieses Gefühl, was du irgendwie so als Ausgleich brauchst. Da habe ich mir dann auch gesagt, dass ich neben der Schule irgendwie arbeiten möchte, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen, um mir irgendwie so kleine Reisen oder sowas zu ermöglichen. Das hatte ich ja jetzt letztes Jahr dann auch mit dem Norwegen-Urlaub. Da hatte ich 400 € gespart und bin dann los mit den Jungs und das war einfach unglaublich cool. Und solche Erfahrungen und solche Erinnerungen, die gehen halt nie wieder weg. So, du kannst dir Materielles kaufen, bringt dir im Endeffekt aber nicht sonderlich viel. Und das sind so Sachen, wo ich persönlich einfach sage, die berühren mich. Und dann sind wir rüber nach Schweden gefahren und dann kamen da so Scheren. Jetzt mache ich ja auf dem Handy die ganze Zeit. So, und dann kamen da so Scheren. Also es sind so wie so kleine Steinberge, die so ein bisschen aus dem Wasser kommen. Und das Erste, was Papa und ich machen, ist gegen so eine scheiß Schere zu knallen. Naja, dann waren erstmal Kratzer im Boot. Aber unser Segelboot war noch unter Wasser, ist es nicht untergegangen. Naja, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gerade erzählt habe, aber irgendwie war das so eine lustige Erfahrung, wo wir beide nur dachten, so, fuck. Naja, und dann war es so, dass wir an dem Abend geankert haben. Oh, ich weiß auch echt die ganzen Orte nicht mehr. Ich weiß bloß, dass wir irgendwann mal in Göteborg waren und sonst haben wir eigentlich durchgehend nur geankert und so nette Ecken gesucht. Viel gebadet, unglaublich viel erlebt, mega viel geangelt. Wir hatten zum Beispiel einmal einen Tag, da war Papa auch so, er war halt so, oh, ich will einen Fisch fangen, ich will einen Fisch essen und so, aber er hat es halt echt wirklich, wir waren monatlos, er hat es nicht einmal geschafft, einen Fisch zu fangen. Also er ist echt nicht so ein Angeltalent. Ich habe es auch ein paar Mal probiert, habe es auch nicht geschafft. Naja, auf jeden Fall war es dann einen Tag so, dass wir geankert hatten und das war richtig eklig, weil da waren überall so Feuerquallen und man kennt das ja, wenn man gegen eine Feuerqualle kommt, dann tut das einfach scheiße doll weh. Und Papa war dann so, dass er mit einem kleinen Schlauchboot auf diese kleine Insel rübergefahren ist und sagte so, ich angel jetzt mal. Und es war halt richtig gruselig, weil er war irgendwie nach 5, 6 Stunden immer noch nicht wieder da, das wurde schon immer dunkler. Aber ich war halt auf dem Segelboot gefangen, ich konnte ja nicht irgendwie auf die Insel kommen. Und dann hing ich da so und denke, scheiße, nicht, dass mein Papa irgendwie von der Klippe gestürzt ist. Naja, und dann bin ich ins Wasser gegangen und auf diese Insel rüber, weil ich mir so Sorgen gemacht habe. Und ja, mich hat keine Feuerqualle getroffen. Ey, ich bin richtig stolz auf mich. Naja, und dann kam ich da an und Papa sitzt da noch richtig frustriert mit der Angel auf so einem Berg und hat immer noch keinen Fisch gefangen. Irgendwie kam mir das gerade so in den Sinn. Ich dachte, das muss ich jetzt mal erzählen. Naja, dann war es so, dass wir von dieser Insel weitergesegelt sind Richtung Göteborg. Und da haben wir uns dann auch nochmal so einen Ankerplatz gesucht. Aber es war richtig cool, weil wir waren, ich weiß nicht, warum ich cool sage, weil wir sind eigentlich stecken geblieben im Sand. Das war so hübsch da und dann sind wir stecken geblieben im Sand, weil Papa sagte so, ja, 2 Meter, das passt noch und so, hat aber nicht gepasst. Wir sind irgendwie in diesem Sand stecken geblieben. Ich sag schon so, Papa, man sieht da unten den Boden, das ist einfach direkt unter dem Segelboot. Nein, nein, das passt noch, das steht hier, dass das noch passt. Und ich so, naja, dann sind wir stecken geblieben, dann irgendwie wieder rausgekommen. Zu so einem anderen kleinen Ort gefahren, der war in der Nähe von Göteborg. Ich muss auch sagen, an dem Wetter hatten wir traumhaft. An dem Wetter, ew. An dem Tag hatten wir traumhaft schönes Wetter und das war echt so. Ah, dann wirkt alles einfach nochmal schöner. Aber da war es so, dass wir uns einen kleinen süßen Hafen geholt haben. Ja, und da haben wir uns Fisch gekauft und gegessen, weil wir zu dumm waren, welche zu fangen. Auf jeden Fall war es so, dass wir dann auf dieser Insel waren und ich mir dann dachte, kann ich ja mal Bilder mit meiner Nikon machen, da hatte ich die recht neu. Und es hat mir irgendwie unglaublich viel Spaß gemacht zu fotografieren, das habe ich auch in dieser Zeit so für mich entdeckt. Und dann bin ich einfach morgens los und habe Bilder gemacht und da habe ich jetzt auch recht viele, ich denke, ich blende die an dieser Stelle hier mal ein. Und da war das so für mich, dass ich so dieses Fotografieren für mich entdeckt habe und ja, die Zeit total genossen habe. Ich bin da wirklich 8 Stunden oder weiß ich nicht, ich bin super lange da lang gelaufen und habe irgendwie Klippen fotografiert, Vögel fotografiert. Ja, und einfach dieses Wetter genossen, mich auf die Steine da gelegt und ich weiß, dass ich abends dann auch nochmal los joggen war über die Felsen da und mich dann noch auf so einen Felsen gesetzt hatte und das habe ich mega doll da genossen, weil diese Wellen einfach über diese Felsen geplatscht sind und ja. Aber da war es dann auf jeden Fall so, dass ich abends joggen war und dann wurde das dunkel und ich habe auf dieser Insel irgendwie diesen blöden Hafen nicht mehr gefunden. Das kann ja nicht so schwer sein, diese Lichter vom Hafen wieder zu finden. Da waren auch ein paar Häuser drumherum, so war jetzt nicht komplett abgelegen. Aber ich habe wirklich 3 Stunden gebraucht, diesen Hafen wieder zu finden. Und naja, ich war da halt auch vorher in der Valla Pampa, wo jetzt nicht sonderlich viele Menschen waren, die ich hätte fragen können. Naja, auf jeden Fall war es so, dass wir dann echt viel geankert haben. Viel mit dem Schlauchboot war ich selbst unterwegs und
Irgendwann war es dann so, dass wir uns auf dem Rückweg befunden haben. Wir sind im Hafen drin. Papa so, nein, das gewittert nicht. Ich so, Papa, siehst du nicht diese scheiß Wolken? Da kamen Blitze raus. Und so, er so, nein, der Wetterbericht zeigt an, es wird hier nicht gewittern. Ja, dann sind wir halt los, weil ich so dachte, naja, sollen wir machen, passiert schon nichts. Und dann sind wir genau in diese Gewitterwolke reingeraten. Und das war richtig gruselig. Papa schon, fast kein Metall an, nur so hier. Und dann hing ich mit dem Feuerlöscher irgendwie auf diesem Segelboot. Und wir haben irgendwie einfach gehofft, dass das keine Blitze treffen. Das war richtig gruselig. Man hat gesehen, wie die so um einen einschlagen. Es klingt ja richtig creepy, aber in diesem Moment war es auch einfach richtig schlimm. Aber es ist nichts passiert. Wir haben es überlebt und da habe ich tatsächlich auch nicht daran gedacht, Bilder davon zu machen. Ich hatte eher Todesangst. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir von Schweden wieder zur Insel Anholt gesegelt sind. Dann sind wir in Anholt angekommen und da war wieder so traumhaft schönes Wetter. Und das ist ein Tag in meinem Leben, den werde ich niemals vergessen. Wir haben uns dann zusammen Fahrräder da gemietet und sind über die Insel gefahren, waren in der Bahn, waren da essen und sind mit diesen Fahrrädern durch diese süßen Wälder da auf Anholt gefahren und so. Und das war echt... Oh. Nein, man kann das gar nicht richtig beschreiben, aber für mich war es irgendwie eine richtig coole Erfahrung. Auch Anholt ist da dieser süße kleine Hafen mit dem Strand daneben und so. Und da bin ich dann abends ganz viel spazieren gegangen und ja, ich mag das einfach irgendwie viel, viel in der Natur lang zu laufen und einfach so das zu genießen, was man in dem Moment dann hat und einfach nichts um einen rum zu haben, so richtig forever alone, aber das ist so richtig das, was ich einfach richtig, richtig doll liebe. Genau, und ich würde sagen, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit diesem Video. Ich freue mich sehr, sehr doll, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr mir letztes Mal so süß Rückmeldung gegeben habt. Genau, und bis zum nächsten Mal.